Moinsen Leute, Kerni hier und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal eine kleine Live-Session, wie versprochen. Und das ist die Klasse, die wir gleich spielen werden. Ich muss nur gucken, ob ich vielleicht schon. Wann gibt es Techniker? Level 14. Okay, also das ist die Klasse, die wir jetzt gleich spielen werden. Ich bin nur Level 6, zweites Prestige im Moment. Hab noch nicht so viel gespielt, ist schon länger her, da ich das letzte Mal gespielt habe. Dennoch versuchen wir jetzt einfach mal hier unser Glück in der Lobby. Und ich. Ich glaube, ich bekomme gleich richtig auf den Sack, denn ich habe ja schon länger nicht mehr gespielt und irgendwie bin ich in Black Ops 2 eh scheiße. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt gleich ausgeht. Die Probleme mit dem Mikrofon sollten ein bisschen beseitigt sein, ja, mit diesen Atemgeräuschen und so. Ja, also hatte ich jetzt in den letzten Videos keine Probleme mit. Von daher denke ich mal, dass das jetzt weg ist. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Von den Prestiges her geht es ja noch hier in der Lobby, das ist mal was Seltenes, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich komme ja schon mit Prestige 2 so eher als Außenseiter vor. Aber nun gut, gleich geht's los. Ja, was ist jetzt los? Ja, okay, ganz lustig. Ja, toll. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Ne, also die Lobby scheint. Ne, die Lobby scheint doch nicht down zu sein. Ne, die ist down. Okay, also weiter, neues Spiel suchen. Ah, fängt ja schon toll an mit diesem Black Ops 2 Scheiß. Ne, eigentlich ist das Spiel ganz gut, wie ich schon gesagt habe. Okay. Hier scheint es auch nicht weiterzugehen. Nope. Also raus und wieder neu suchen. Das kann immer ein bisschen dauern. Ich glaube, ich habe sogar noch nicht mal gerade Verbindung auf Beste. Also ich weiß nicht, was der so lange braucht. Jetzt scheint er es gefunden zu haben, oder? Jawohl, ich glaube, er hat's. Wenn wir jetzt rausliegen, sollten wir mal eine Runde zocken können. Ich hoffe einfach mal, mein Headset ist gut eingestellt, kein Plan. Nicht, dass mir gleich die Ohren abfallen. Okay, hier Ämter mit Rotpunktvisier und Schalldämpfer. Und ja, eigentlich müsste ich die Ämter mal bald in Gold haben, ja. Also, so lange kann das eigentlich gar nicht mehr dauern, denke ich mal, weil ich spiele die Waffe in letzter Zeit ziemlich viel. Ich gehe mal hier rein. Wobei, hier habe ich eigentlich mit der Ämter die Arschkarte gezogen, wenn da einer kommt, aber dennoch, ich versuche das jetzt einfach. Okay, Double Kill, sehr schön. Jetzt brauchen wir aber hier gar nicht mehr rechts weiterzugehen, denn dort rechts ist jetzt eh alles am Arsch. Ich mache jetzt mal Folgendes, bitte nicht killen. Ja, okay. Er ist da mit der, ich weiß nicht, M8A1. Halb scheiß die. Die Waffe ist auf jeden Fall sehr gut, die M8. Also die ist ja jetzt nicht überpowered oder so, aber verdammt, verdammt gut. Okay, irgendwo hier hinten sind noch Leute. Hallo? Jetzt einfach mal hier rum. Ich glaube, der ist da. Dann ist er hier hoch. Hä? Alter, wo ist der Typ? What the fuck? Ich glaube, die wollen mich gerade alle ein bisschen verarschen. Alter, was läuft? Ich irgendwo rechts, links, rüber, Gegner. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Mann, ey, was ist denn los? Ich will hier mal eine Runde zocken, ey. Sorry, Leute, aber dafür kann ich gerade nichts. Also da ist das Game, ne? Okay, jetzt geht's weiter. Und da hinten ist ein Gegner. Einer von den zwei ist ein Gegner. Ich weiß nicht wer. Der war einer. Okay. Läuft gar nicht so schlecht, wie ich das gar nicht gedacht habe, aber. Ich habe gerade gar keine Idee, wo ich irgendwie hinlaufen soll, wo Gegner können sein. Ah, ich glaube, die Frag kam auch nicht richtig gut. Okay. Ja gut, dann wenn der hochgeht, dann gehe ich nicht hoch. Achtung, hier kommt einer. Ja, genau. Ich habe erster geschossen. Allerdings sind meine Kugeln nicht angekommen, deshalb sterbe ich. Lag Compensation for the Win, sage ich dazu noch. Nur und ja, spielen wir weiter. Alter, wo sind die ganzen Typen? Ich habe gerade das Gefühl, als wären die alle da drin. Ja, toll. Da ist die Mine, da ist der Tod. Hätte ich mir nicht können denken. Boah, ich verkackert richtig, kann das sein? So, irgendwo. Hellstorm-Rakete unterwegs. So, warum habe ich jetzt noch keine Drohne? Drohne steht bereit.
Hier kommt jetzt nochmal was einer gleich, glaube ich. Ich muss da weg. Okay, also. Bin gerade ein bisschen still, habe ich so das Gefühl. Ich gehe jetzt mal außen rum. Ich denke, das ist das Beste. Also hier links außen rum. Das sollte gut sein. Da kann ich halt dann noch ein paar Gegner flankieren. Ja, okay, ein Kill habe ich schon mitgeholt. Ich glaube, ich brauche noch ein oder zwei Kills, dann habe ich den, ja, was habe ich dann? Alter, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Boah, da war gerade Glück. Da war gerade Glück. Ich brauche eine neue Waffe. Okay, jetzt habe ich eine neue Waffe. Und jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen Pause machen. Und dann gehen wir hier mal ganz rechts. Nee. Okay, also, irgendwo rechts in dem Gang sind auf jeden Fall Leute. Oder auch nicht. Okay, machen wir mal folgendes. Warum sind hier keine Leute? Hä? What the fuck? Ich wusste doch, dass einer kommt. Deshalb war ich auch so schnell den Torpshot-Reflex. Und jetzt machen wir mal was ganz, ganz Hässliches. Ah, okay. Eigentlich wollte ich die Leute da wegholen, die da oben drin campen, aber die waren irgendwie nicht da. Und dann haben wir einfach andere Leute. Gut. Oh ja, genau, genau. Bum, bum, bum. Alter, was ist das für eine Waffe, ey? Heilige Scheiße, Mann. Da reg ich mich schon wieder auf, ey. Kommt der da mit der Pumpgun? Ja. Ah, Dummheit gehört bestraft, Leute. Dummheit gehört bestraft. Die Mission ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Abgeschossen. So. Okay, jetzt haben wir wieder zwei weitere Kills. So, die haben wir zerstört. Zum Glück. Alter, wie können die von rechts kommen, wenn da unser ganzes Team ist? Ich verstehe das nicht, ey. Mein ganzes Team war gerade rechts. Mein ganzes Team war gerade rechts, da kann man auch schon wieder anders verstehen. Aber, nun gut. Also, irgendwo da oben. Ich weiß aber gerade nicht wo. Dann lassen wir es immer da. Kommst du jetzt da oben hin? Nein, anscheinend nicht. Ich traue dem Braten da nicht so wirklich. Da oben ist aber auch nicht da. Weißt du, was hier? Das war eine Granate. Ah, hat nichts gebracht. Schade. Ja, wo können die Typen sein? Wo können sie sein? Ich habe keinen Plan, wo die gerade sind. So, okay, letzter Kill, 18-6. 3er KD ist okay. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass die Gameplays nicht ganz so gut sein werden. Ich komme mir gerade nur ein bisschen still vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so Reflex ist, Konzentration, was auch immer, aber ich komme gerade irgendwie still vor. Kein Plan. Aber wie gesagt, mit den Live-Sessions, da muss man sich ein bisschen reinfinden. Das ist halt ganz anders, wie so ein Commentary nachzukommentieren. Also, es ist einfach anders. Die Konzentration muss noch da sein. Aber, nun gut. Leider bin ich nicht der Beste vom Score her aus der Lobby. Das ist immer ein bisschen ranzig, finde ich. Aber nun gut, ich bin ja auch erst Level 8. Hab noch nicht so viele Sachen frei. Und, ja. Was haben wir dann so geschafft? Blutrünstig einmal, aber gekriegt. Okay, das ist okay. Ja, gut ist es jetzt nicht. Doppelabschuss noch ein paar Mal. Stimmt, ich habe ziemlich viel Double Kills gemacht. Aber gut. Ja. Ja, ich würde eigentlich gerne Express haben, aber ich glaube, das wird nichts. Ja, die KDs hier vor den Leuten ist okay. 1,71. Warte, ist eigentlich jetzt hier, ich hätte eigentlich gedacht, die Leaderboards wären resettet worden, habe ich zumindest gelesen. Wahrscheinlich wöchentlich oder so, kein Plan. Okay, jetzt Overflow ist auch okay, die Map geht in Ordnung. Ist zwar jetzt nicht die beste der besten Maps, aber wie gesagt, sie geht in Ordnung. Ist zwar manchmal ein bisschen random und alles, aber sie geht halt in Ordnung. Das ist das, was zählt. Und ja, ich hoffe, die Runde verläuft genau ähnlich wie die letzte, weil die war eigentlich ganz okay für ein Live-Commentary. So 3er KD. Wenn ich das halten kann, eben Live-Commentary, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ja, müssen wir dann mal weitersehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, so das wäre jetzt hier so eine Frage zu dem Video vielleicht noch oder zum nächsten Video. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich im ersten Part oder zweiten Part bin. Wie findet ihr jetzt eigentlich mittlerweile Black Ops 2? Also, ich muss sagen, das Spiel an sich gefällt mir. Allerdings, ich weiß es, ein paar Sachen hätte man echt könnten rausnehmen, weil, wenn ihr
Geht mal durch die Maps und echt überall. Schaut hier.